Innovation Rockstars. Innovation Rockstars. Heute mit Dr. Clemens Kaske. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Innovation Rockstars. Ich bin Chris Mühlroth und in dieser Folge freue ich mich, Dr. Clemens Kaskel vom Institute for Manufacturing der University of Cambridge zu begrüßen. Clemens Leidenschaft dreht sich um das Thema Innovation und er ist ausgewiesener Experte in den Bereichen strategisches Roadmapping und Portfolio Management, sowie wenn es darum geht, Managementprozesse und Werkzeuge nachhaltig in die Technologiestrategie von Unternehmen zu implementieren und einzubetten. Und Clemens, wir kennen uns ja nun schon seit einigen Jahren und daher freut es mich umso mehr, dass du heute mein Gast bist. Danke Chris, freue mich hier zu sein. Alright, und wir starten wie immer mit einem kurzen 60-sekündigen Vorstellungssprint zu dir und zu deiner Arbeit bei der University of Cambridge. Also Clemens, deine 60 Sekunden starten jetzt. Danke. Ich habe mal angefangen als Luft- und Raumfahrtingenieur und bin direkt nach meinem Studium südlich von Berlin zu Rolls-Royce gegangen und habe dort in der Triebwerksentwicklung gearbeitet. So insbesondere im Bereich Anforderungsmanagement und Projektmanagement. Danach bin ich zurück an die Uni gegangen, diesmal nach Cambridge und habe einen zweiten Master gemacht im Industriemanagement mit Fokus auf industrielle Systeme. Und danach bin ich dann auch direkt wieder zurück in die Industrie gewandert, diesmal in einer Beratungsrolle, wo ich mit einem großen Unternehmen verschiedene Industrien beraten habe, insbesondere Automobil- und Aerospace-Bereich. Als ich dort gearbeitet habe, ist mir mehr und mehr aufgefallen, dass irgendwas fehlte. Es war so ein leichter Bruch zwischen dem Management, der Strategie und dem, was eigentlich gemacht wurde in einigen Unternehmen. Viele wussten nicht, warum wird hier eigentlich ein Produkt oder eine Technologie entwickelt, was steckt denn genau eigentlich dahinter? Und das war für mich der Grund, irgendwann zu sagen, Schluss mit der Beratung, zurück zur Uni. Und dann habe ich in Cambridge ein PhD gestartet am Institute for Manufacturing. Das ist Teil vom Engineering Department von Cambridge. Und danach dann direkt dieses Wissen auch wieder zurückgebracht in der Inhouse-Beratung IFM Engage, wo ich seit vielen Jahren gearbeitet habe. Sehr spannend, vielen Dank. Also jetzt drei Fragen, drei Antworten. Nummer eins, vor kurzem wurde ich inspiriert durch... Durch die Unternehmen, die Sustainability, also Nachhaltigkeit, nicht als Zwang sehen, sondern als Chance. Und das dann auch wirklich aufgreifen und einmal quer durch die Firma ziehen und sagen, das ist das, wo wir hin müssen, hin wollen und danach richten wir unsere Strategie aus. Sehr schönes Framing, alles klar. Nummer zwei. Bisher weiß so gut niemand an der University of Cambridge, dass ich Mitgründer von einem Fintech-Startup bin, wo wir uns auf nachhaltige Finanzprodukte fokussieren. Da bin ich seit 1,5 Jahren jetzt dabei, aber in Cambridge hat es, glaube ich, noch kaum einer gemerkt. Okay, schauen wir mal, ob sich das nach der Folge heute ändert, alles klar. Und Nummer drei, ich denke, bei der nächsten großen Disruption dreht es sich um? Bei der nächsten großen Disruption dreht es sich ganz klar meiner Meinung nach um das Thema Nachhaltigkeit, aber nicht, wie wir das jetzt heutzutage sehen, dass die ganze Industrie, alle Firmen sich darum kümmern, sondern es wird viel stärker in den privaten Bereich abtauchen und alle Menschen werden sich darüber Gedanken machen müssen, wie muss ich hier mit dem Thema Sustainability, Nachhaltigkeit umgehen in meinem privaten Leben und das wird sich dann ganz direkt auf die Produktwahl auswirken. Klasse. Und ich glaube, zum Thema Nachhaltigkeit kommen wir später nochmal ganz kurz. Lass uns zunächst mal zum Thema Roadmapping einsteigen. Ja, dein Steckenpferd, wenn du so möchtest. In dieser Folge dreht sich also alles erstmal um Roadmapping. Clemens, vielleicht mal ganz grundlegend. Was ist denn eigentlich Roadmapping genau und wie funktioniert Roadmapping? Eine Roadmap kann man sich vorstellen wie Strategie auf einer Seite. Es geht letztendlich darum, beim Roadmapping verschiedene Perspektiven miteinander zu verbringen und wirklich klar aufzuarbeiten und deutlich darzustellen. Beim Roadmapping wollen wir eigentlich 6 Fragen beantworten. Viel komplizierter ist das gar nicht. Denn als erstes wollen wir wissen, wo wollen wir denn überhaupt hin? Was ist denn unsere Vision? Was sind unsere Ziele? Dann müssen wir überlegen, was ist denn unser Startpunkt? Wo fangen wir an loszulaufen? Und dann,
was sind die Schritte, die uns nach vorne bringen? Das ist ja das, was wir bei der Strategie immer diskutieren. Roadmapping bricht das jetzt auf verschiedene Gesichtspunkte. Nämlich einmal die Frage, warum wollen wir denn jetzt überhaupt was anders machen? Warum ist Business as usual nicht mehr möglich? Warum brauchen wir neue Entwicklungsansätze oder neue Produktangebote? Dann müssen wir überlegen, was ist das, was wir eigentlich machen wollen hier? Was ist das, was der Kunde von uns haben möchte? Sei es ein Produkt, eine Dienstleistung. Und als nächstes müssen wir uns überlegen, wie kriegen wir das hin? Brauchen wir dafür neue Kompetenzen? Brauchen wir andere Ressourcen? Oder müssen wir etwas ganz anders machen, als wir das vorher gemacht haben? Vielleicht mit einem strategischen Partner. Und in dem Moment, wo wir diese 6 Fragen zusammenbringen und auf einer Seite darstellen, haben wir eine Roadmap. Und man merkt schon, das ist jetzt nicht nur eine gute Darstellung, sondern eine ideale Denkstruktur, um durch den Strategieprozess durchzuarbeiten. Alright, also 6 Fragen, eine Seite, klingt erstmal simpel, ist es aber wahrscheinlich nicht. Sag mal, wo setzt man denn da an oder wie setzt man an? Kommt man eher top-down, ja, und startet mal mit der High-Level-Strategie, arbeitet man sich eher bottom-up hoch? Was siehst du da typischerweise? Wenn man das erste Mal ins Roadmapping einsteigt, dann fängt man oft oben an und arbeitet dann top-down runter, weil wir dort wirklich auch auf die Schmerzpunkte eingehen können. Wir gucken uns dann die Trends an, die Ziele von der Firma und können ganz konkret jetzt auch ableiten, was sind die Schmerzpunkte von unseren Kunden. Nicht, was sind die ausgesprochenen Wünsche, sondern was sind die echten Schmerzpunkte, um dann zu überlegen, was können wir machen, wie machen wir das. Das ist die einfachste Art, um überhaupt mal loszugehen. Das nennt sich dann auch Market Pull. Aber oft oder in der zweiten Runde merken wir, es gibt ja schon sehr viel in der Firma. Wir fangen ja mit einem Unternehmen oft nicht bei Null an. Es gibt dort diese Grundkompetenz und diese Technology Base, auf der wir aufbauen können. Und dann müssen wir überlegen, was können wir hier denn aktiv auch nach draußen bringen, um unsere Produkt- und Dienstleistungsangebote aktiv zu verändern. Das nennt sich Technology Push. Und in den darauffolgenden Iterationen wird man merken, weder noch ist eigentlich jetzt die sinnvolle Lösung, sondern wir müssen ein schönes Gleichgewicht zwischen diesen 2 Perspektiven finden. Und das ist das, was oft dann aber auch fehlschlägt, weil einige Firmen eher sehr top-down getrieben sind, andere Firmen vielleicht aus der anderen Richtung kommen und sagen, wir sind hier sehr technologieorientiert, aber dann oft auch die Strategie fehlt. Also es ist auch so ein leichter Findungsprozess für die Firmen. Es muss letztendlich zu dem aktuellen Stand der Firma passen. Und deswegen ist es wichtig, da auch ein bisschen mit rum zu experimentieren. Okay, also Top-Down, Market-Pull, Bottom-Up, Tech-Push. Wen braucht man denn jetzt dazu? Also wer ist denn da typischerweise Teil davon? Wen muss man involvieren? Und an welcher Stelle passiert das? Also das Wichtigste ist erstmal, wir reden ja hier über Strategie. Das heißt, wir brauchen von irgendjemandem, der oder die hoch oben steht, das Buy-in und die Rückendeckung, sonst geht es überhaupt nicht irgendwo hin. Das heißt, Senior Management muss involviert sein, muss auch ganz klar dahinter stehen. Nehme ich aber mal als gegeben an, sonst würden wir ja hoffentlich nicht so einen Strategieprozess starten. Davon mal abgesehen, brauchen wir jetzt wirklich ein cross-funktionales Team, was daran arbeitet. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als eine Roadmap zu erstellen und auch gerade jetzt in einem Roadmapping-Workshop drin zu sitzen und zu merken, es wäre doch jetzt wirklich toll, wenn jemand aus dem Vertrieb hier wäre oder jemand aus der Produktion, der oder die uns jetzt dabei helfen könnte, auf ganz bestimmte Schmerzpunkte innerhalb von unserer Firma einzugehen. Und deswegen sage ich ganz gern immer, lass uns mal die Planung mit dem größtmöglichen Kreis anfangen, wo wir wirklich alle Funktionen, alle Rollen aus der Firma erstmal auf eine Liste schreiben und dann Stück für Stück durchgehen und rechtfertigen, warum sollte diese Person denn nicht in diesem Workshop hier sitzen? Warum würde sie uns keinen Mehrwert bringen? Und dann landet man normalerweise bei einem schön ausgewählten Team, wo man eine Mischung hat aus Technologieexperten und Expertinnen, aus Leuten, die sich jetzt konkret mit den Kundenanforderungen auseinandergesetzt haben, Sales, Marketing, und natürlich dann aus dem Produktmanagement, Produktportfolio-Management, so dass man dann eine Strategie erstellt, die dann auch wirklich Hierarchie und vor allem bereichsübergreifend ist. Denn im Roadmapping ist das Wichtige, dass wir etwas Übergreifendes erstellen, weil wir da dann auch wirklich nur den meisten Mehrwert herausholen können und uns jetzt nicht auf
die Roadmap für ein Produkt beziehen. Da kommen wir vielleicht auch nochmal später zu, wenn wir über das andere Thema reden. Man merkt halt, der meiste Mehrwert kommt, wenn man wirklich sehr breit die Roadmap aufhängt und möglichst viele verschiedene Perspektiven dort mit einbeziehen kann. Okay, jetzt gehen wir mal ein Stück weiter in die Praxis rein. Clemens, ich habe einfach mal deinen Namen gegoogelt und mir dann die Ergebnisse, und zwar ab Seite 2, angesehen, denn da schaut ja heutzutage einfach so gut wie keiner mehr hin. Ja, und dabei bin ich auf ein interessantes Zitat von dir auf themanufacturer.com gestoßen, aus dem Jahr 2018 war das, glaube ich. Der Artikel und das Zitat sind auf Englisch, aber sinngemäß hast du oder habt ihr da geschrieben, dass ihr regelmäßig feststellt, dass Organisationen eine jährliche Strategieübung durchführen, dann eine strategische Roadmap erstellen, dann aber die Ziele eben nicht vollständig und/oder durchdacht umsetzen und dann enden sie eben damit, ganz klassisch, dass dieselbe Übung im nächsten Jahr wiederholt wird, man kommt zu denselben Schlussfolgerungen, man findet dieselben Herausforderungen, stellt die erneut heraus und dann dreht sich die Spirale weiter. Und ich finde, das klingt schlimm. Also ganz schlimm. Ja, und jetzt ist die Frage an dich, wie schlimm ist es denn wirklich und wie lässt sich das beheben? Ja, interessant, dass du das gefunden hast. Das ist ein Artikel, den ich zusammen mit meinem Kollegen John Seiss geschrieben habe. John war Chief Technology Officer bei NASA und hat dann irgendwann angefangen, in Cambridge bei uns auch in der Beratung mitzuarbeiten. Letztendlich haben wir in vielen Firmen immer das Problem, dass Business as usual wichtiger ist als Strategie. Und wir merken das ja auch oft, dass in vielen Unternehmen dieses typische Firefighting stattfindet, dass überall diese kleinen brennenden Projekte sind, die die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen und am Ende vom Jahr steht man da und sagt, aber was war denn mit unserer Strategie? Na, ist egal, wir haben ja noch ein Jahr nächstes Jahr. Das Problem dahinter ist halt, dass das oft Strategien sind, die dann auch als vielleicht ein bisschen nebensächlich von den ausführenden Personen bezeichnet werden, als nicht ganz so wichtig angesehen werden, weil es letztendlich Strategien sind, die von oben diktiert werden. Und das war genau das Problem, was ich dort damals auch in der Beratung betrachtet habe, was mich zurück zur Uni in den PhD getrieben hat, dass es diesen Disconnect gibt zwischen dem Senior Management und, ich sag mal, den ausführenden Personen. Und damit meine ich jetzt die Leute in der Entwicklung, im Produktmanagement, die letztendlich ihren Spaß daran haben, Technologien und Produkte zu entwickeln, aber oft nicht gefragt werden, wo die Reise überhaupt hingeht, was für Produkte oder Technologien denn dort am Horizont auf uns warten und dann letztendlich eine Strategie vor die Nase gesetzt bekommen, wo sie nie einen vernünftigen Input gegeben haben, mal abgesehen von ein oder zwei PowerPoint-Folien, die sie jährlich abgeben sollen dazu. Und das ist genau der Punkt, wo wir halt mit Roadmapping rein wollen, dass das nicht mehr ein abgeschlossener Kreis ist, so eine elitäre Strategie vom oberen Management, wo man über Diversifizierung des Portfolios redet und andere Buzzwords, sondern Strategie, die von den Leuten, die auch wirklich das Fachwissen haben, die Expertise haben, mitgestaltet wird. Und deswegen mögen wir halt diese crossfunktionalen Workshops, denn wer kann uns besser sagen, wo die technologische Reise hingeht, als unsere Entwicklerinnen und Entwickler, die genau in diesem Fachbereich arbeiten? Die müssen uns sagen, was sind die Möglichkeiten auch innerhalb von unserer Firma und was ist realistisch? Und wenn wir denen dann eine Strategie vor die Nase setzen, ist das was ganz anderes, als wenn sie mitmachen und danach sagen, das ist nicht die Strategie vom Top-Management, das ist nämlich die Strategie, die ich mitentwickelt habe, das ist meine Strategie. Und deswegen ist jetzt da ein ganz anderes Interesse hinter, um das voranzutreiben. Die Firmen, die das wirklich so durchführen, sind erfolgreich damit. Man merkt nicht nur jetzt, dass die Firmen wirtschaftlichen Erfolg haben, sondern es ist auch was ganz anderes, was jetzt die Motivation der Mitarbeiter angeht. Die stehen einfach ganz anders dahinter. Okay, verstanden. Das heißt, da ist der Missing Link und da ist, wo Roadmapping unter anderem ansetzt. Da waren jetzt auch schon sehr, sehr viele Nutzenargumente für das Thema Roadmapping mit dabei. Verstanden. Clemens übrigens, nutzt ihr am IFM oder an der University of Cambridge Roadmapping eigentlich selbst? Selbstverständlich. Wie könnten wir es nicht nutzen? Also bei uns am IFM
roadmappen wir eigentlich alles, was man roadmappen könnte und auch das, was man nicht roadmappen kann. Da stehen wir ganz stark dahinter, aber auch jetzt in der weiteren Uni werden wir gerne eingebunden, um mit Roadmapping zu unterstützen und diesen Ansatz in verschiedene andere Bereiche reinzubringen. Auch weil es ein sehr einfacher Ansatz ist. Man muss da nicht sehr viel Zeit mit verbringen und kriegt trotzdem schnell gute Resultate. Und um es vielleicht nicht so kompliziert oder komplex zu machen, wie startet man? Wie setzt man denn sowas professionell auf? Und auch im Sinne einer lernenden Organisation, wie geht man da die nächsten Schritte weiter? Wie lernt man konstant dazu? Welche Empfehlungen hast du da? Wir haben bei uns am Institute for Manufacturing einen Roadmapping-Guru, Rob Pfahl, der kümmert sich seit 20 plus Jahren um das Thema Roadmapping, ist inzwischen Director of Research geworden. Und der hat einen sehr pragmatischen Ansatz für entwickelt, den er Roadmapping Roadmapping nennt oder R². Da geht es letztendlich darum, dass wir Roadmapping einsetzen, um zu verstehen, wie Roadmapping in der Firma ausgeführt werden könnte. Das hört sich am Anfang vielleicht ein bisschen abstrakt an, aber erfüllt hier verschiedene Ziele. Nämlich als erstes werden die Leute in dem Moment, wo sie darüber nachdenken sollen, wie Roadmapping genutzt wird, schon durch den Prozess durchgeführt. Das heißt, sie haben Hands-on-Wissen, wie das Ganze funktioniert und wie Roadmapping konfiguriert werden könnte oder sollte. Und vor allem, es gibt nicht den Roadmapping-Ansatz hier. Wenn mich ein Kunde anruft und sagt, Clemens, ich brauche hier eine Roadmap von dir, dann sage ich, ja, ist ja schön, aber eine Roadmap ist nicht die Antwort, sondern was willst du denn eigentlich damit erreichen? Die Roadmap ist doch nur das Werkzeug, was dir hilft, deine Ziele zu erreichen. Und oft, wie es so halt ist, wissen die Firmen nicht genau, was die beste Art ist oder das genaue Ziel jetzt auch ist für die Implementierung von Roadmapping. Es wird dann oft gesagt, wir wollen hier eine stärkere Verbindung zwischen der Firmenstrategie und der Technologiestrategie haben. Aber was das jetzt genau bedeutet und wie das vor allem in den existierenden Hierarchien funktioniert, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und deswegen muss man da auch ein bisschen iterativ rangehen und sagen, wir stellen jetzt mal eine Roadmap auf, wie wir das implementieren könnten, ein Pilotprojekt hier, ein Pilotprojekt da und probieren das einfach aus. Wirklich auch nach diesem Ansatz Build, Measure, Learn, testen, gucken, was nicht funktioniert und dann die nächste Iteration. Roadmapping erfolgreich im Unternehmen einzuführen, ist nicht innerhalb von ein paar Monaten zu schaffen. Da müssen wir durch verschiedene Iterationen durchgehen, durch verschiedene Strategiezyklen. Und dann auch messen, was hat funktioniert, was nicht funktioniert, von der Leistung, von der Motivation und dann auch wirklich anpassen. Und das größte Risiko ist, wenn das Management dann sagt, wir erwarten jetzt sofort einen Mehrwert davon, Return on Investment, dieses typische Thema, ohne darauf einzugehen, dass es wirklich ein lernender Prozess, ein Lernprozess für eine lernende Organisation sein sollte. Okay, verstanden. Lass mal schauen, ob wir mit dir als Experten vielleicht trotzdem so ein paar Lessons learned herausarbeiten können, um den, ich nenne es mal nicht den ROI, aber den Time to Value vielleicht mal ein bisschen zu verkürzen. Ne? Also was ist denn so der eine Fehler, den man tunlichst vermeiden sollte, wenn man mit Roadmapping startet und vor allem warum? Das, was am leichtesten passieren kann, ist Scope Creep. Dass wir reingehen und sagen, wir wollen hier eine Produktroadmap erstellen und auf einmal ist es keine Produktroadmap mehr, sondern es ist eine Roadmap für das komplette Produktportfolio, die dann hinwächst zu einer Roadmap für die ganze Firma, obwohl vielleicht noch gar nicht anderes Wissen wirklich auch festgenagelt wurde. Und am Ende kommt dann eine Roadmap raus, die super kompliziert ist, super komplexe Themen drauf hat, was letztendlich dazu führt, dass sie irgendwann in Vergessenheit gerät oder die Leute meinen, ja, das war jetzt hier eine sehr abstrakte Übung, das können wir doch sowieso nicht erreichen und in 5 Jahren sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und worauf man achten sollte, ist hier wirklich gerade am Anfang das Roadmapping sehr eng zu halten, auf einen ganz bestimmten Fachbereich zu beziehen, damit wir hier Quick Wins generieren können. Denn wir wollen, dass auch von der Change-Management-Seite, die Leute merken, es verändert sich etwas. Es ist nicht diese ellenlange Strategie, wo wir einen Marathon laufen müssen, sondern wir haben hier und da schon die kleinen Erfolge, die zeigen, wir sind auf dem richtigen Weg. Auch damit wir merken,
es geht in die richtige Richtung oder vielleicht auch merken, die Strategie war falsch. Wenn wir das früh merken, ist das billiger, als wenn wir das erst nach ein paar Jahren merken. Also Scope Creep, zu viel, zu schnell in eben zu kurzer Zeit. Jetzt drehen wir es mal um. Was ist denn der eine, keine Ahnung, Experten-Hack, Growth-Hack, ja, mit dem größten Hebel, nach dem natürlich alle suchen, auch klar, der schnell oder schneller zum Erfolg bei Roadmapping führt? Kleine Roadmaps, alle miteinander verbunden, die man am Ende dann zu einer großen Roadmap zusammenführen kann. Du musst dir das so vorstellen, dass wir letztendlich in der Firma, wir haben dort Hierarchien, wir haben verschiedene Verbindungen zwischen Produkten und Technologien und wie das dann in unsere Märkte einfließt. Das alles ist ja auch letztendlich die Struktur, die wir beim Roadmapping brauchen. Und am einfachsten ist es wirklich, wenn wir nicht sagen, wir gucken uns das große Bild an und versuchen alles zu organisieren, sondern wir nehmen uns den Bereich, wo es am meisten brennt, wo wir am meisten von den Mehrerfolg spüren können, erstellen dort eine Roadmap, fangen dort an, dann auszubranchen und danach haben wir ganz viele kleine Roadmaps, die alle miteinander in Verbindung stehen und die führen wir dann zu einer höher liegenden Roadmap zusammen. Denn Roadmapping bedeutet für uns, wir haben ganz viele kleine Strategien in der Firma, die alle auf das gleiche Ziel hinarbeiten, die alle die große Strategie der Firma am Ende erfüllen. Und das ist ein sehr einfacher Ansatz, weil wir dort dann auch wirklich in kleineren Gruppen arbeiten können, kleineren Teams, auch ganz anders über die Erfolge nachdenken können. Aber letztendlich kommen wir dann genau zu dem Ziel hin, wo wir hin wollten. Alles klar, das ist wirklich sehr hilfreich. Vielen Dank. Jetzt gibt's Roadmapping ja schon seit einiger Zeit, sicherlich auch sehr erfolgreich und sicherlich eben deswegen auch aus gutem Grund, ja. Wenn wir ein wenig in die Zukunft blicken, wohin entwickelt sich denn das Thema? Welche Trends gibt es denn da? Was kann man in der Zukunft vom Thema Roadmapping auch inhaltlich, vielleicht sogar auch methodisch erwarten? Ja, also wie du gesagt hast, Roadmapping gibt es seit langer Zeit. Das ist jetzt nichts Neues. Motorola, Philips, auch die NASA benutzen das. Wobei ich sagen muss, es ist eher so im Technologie- und Produktfeld aktuell. Also wenn man zum Beispiel einen MBA-Kurs belegt, ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass man dort von Roadmapping hört, es sei denn, ich unterrichte den. Aber die meisten MBA-Kurse haben das nicht mit drin. Davon mal abgesehen, aktuell merken wir, alles dreht sich um das Thema Digitalisierung. Und jetzt auch durch Homeoffice, durch eine andere Arbeitsweise, haben wir gemerkt, diese ganzen Workshops, wie wir die früher hatten, dass wir Leute, 30, teilweise 40 Leute in einen Raum schmeißen und dann Klebezetteln Roadmaps erstellen, das findet so gut wie gar nicht mehr statt. Da haben digitale Lösungen jetzt das übernommen. Und das Spannende ist, dadurch wurde das Bewusstsein der Firmen geändert. Nämlich, dass es möglich ist, auch über digitale Lösungen Strategie zu erstellen. Und vor allem die Firmen haben gemerkt, oha, das geht ja viel besser als vorher, weil wir dann ganz andere Strukturen und eine ganz andere Granularitätsstufe hier auch haben können, weil wir mit viel besseren Daten arbeiten können. Und jetzt müssen aber auch die Softwareanbieter, die Roadmapping-Lösungen anbieten, hinterherziehen und diese Komplexität, die die Firmen sich jetzt wünschen davon, auch abbilden können. Und ich glaube, das ist jetzt auch nochmal eine große Herausforderung für die Firmen, zu verstehen, wie komplex kann ich denn mein Roadmapping eigentlich machen? Denn vielleicht will ich auch gar nicht alles abbilden, aber wo ist jetzt der Cut-off-Point? Was brauche ich in der digitalen Lösung? Und was ist eigentlich nur Clutter und Noise in dieser Lösung dann? Davon mal abgesehen, sehen wir jetzt auch verstärkt die Nutzung von Roadmapping im Sustainability-Bereich, weil halt dieses ganze Nachhaltigkeitsthema in aller Munde ist. Jede Firma möchte dort etwas machen, hoffe ich jedenfalls. Aber die Frage ist immer, wo fangen wir denn jetzt eigentlich auch an? Das ist ja ein sehr komplexes Thema und Roadmapping ist jetzt ideal, um uns dabei zu helfen, zu überlegen, wo wollen wir am Ende hin, was bedeutet es, ein nachhaltiges Unternehmen zu haben und was sind jetzt die Schritte, die uns dorthin führen? Das ist ganz interessant. Bleiben wir doch tatsächlich mal kurz beim Thema Nachhaltigkeit und Roadmapping, also sowas wie Roadmapping meets Sustainability, ja, und es ist natürlich klar, genau wie du sagst, mit zunehmender Regelmäßigkeit und auch Frequenz hören wir natürlich auch, ja, solche Statements wie
ja, Nachhaltigkeit ist unsere Priorität Nummer eins. Wir richten jetzt alles auf Nachhaltigkeit aus. Bei uns gibt es natürlich kein Greenwashing und so weiter und so fort, ja. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also wie passen denn jetzt die beiden Themen Roadmapping und Nachhaltigkeit eigentlich zusammen? Die passen sehr, sehr gut zusammen. Gerade weil Roadmapping ein super einfacher Ansatz ist, der auf alles anwendbar ist. Gebe ich dir nachher nochmal ein Beispiel, wie einfach auch man eine Grillparty für die Firma mit Roadmapping planen kann. Und auf der anderen Seite haben wir ein Nachhaltigkeitsthema, was super komplex ist und Struktur braucht. Denn Nachhaltigkeit ist mehr als hier über Emissionen nachzudenken. CO2-Reduzierung ist wichtig, aber das ist nicht das Wichtigste von Nachhaltigkeit, sondern Nachhaltigkeit kann ganz viele andere Bereiche angehen. Was jetzt zum Beispiel Gender Equality angeht, sauberes Wasser, Reduction of Poverty, also Armut verringern oder dass genug Nahrung auch in dritte Weltländern zur Verfügung steht. Das sind alles Aspekte, die in der Nachhaltigkeit betrachtet werden müssen. Und die Vereinten Nationen haben dort auch die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung aufgestellt, die genau diese Aspekte adressieren. Und viele Firmen haben diese 17 Nachhaltigkeitsziele, SDGs, Sustainable Development Goals heißen die, aufgegriffen und versuchen da jetzt ihre Strategien auch anzulehnen. Aber hinter diesen 17 Zielen stecken knapp 200 Unterziele, was jetzt zeigt, es ist da eine super hohe Komplexität drin und die Frage ist, mit welchem von den Zielen fangen wir denn überhaupt an? Von dem Gesichtspunkt, was bringt denn jetzt den meisten Mehrwert für die Welt, für unser Unternehmen? Wie einfach ist das für unser Unternehmen, hier was zu erreichen? Denn die meisten Unternehmen sagen ja nicht, ich möchte jetzt hier alles Geld, was ich verdiene, in Nachhaltigkeit stecken. Manche machen das, die meisten aber nicht, weil es ja auch noch andere Themen gibt, die adressiert werden müssen. Aber in dem Moment, wo ich einem Unternehmen sage, die Nachhaltigkeit soll dich kein Geld kosten, sondern die Nachhaltigkeit soll dir Geld machen, da ist es, als wenn man was fallen lässt, alle gucken einen an, alle hören zu. Und da kommt dann Roadmapping rein, weil wir jetzt überlegen können, wie sind denn die aktuellen Strategien im Bereich Produkt- und Dienstleistungsangebote, in der Technologieentwicklung, in der Firmenstrategie, Markteintrittsstrategie. Und wie könnten wir jetzt hier unser Portfolio so verändern, dass wir auf recht einfache Weise ganz bestimmte Nachhaltigkeitsziele adressieren können und da jetzt nicht Geld reinstecken, sondern vielleicht auch noch Geld sparen oder neue Wertschöpfungsmöglichkeiten entdecken. Das ist oft auch in Verbindung mit dem Framework, was vom Center for Industrial Sustainability in Cambridge entwickelt wurde, das Cambridge Value Mapping Tool, wo wir ganz klar sagen, wir müssen hier mal in die Firma reingucken und verstehen, wo wird denn hier überhaupt ein Wert generiert? Das heißt, wir machen was für die Kunden kaufen das von uns, beide sind glücklich. Aber ganz oft passieren halt Sachen, dass wir Werte zerstören oder Werte verschwenden, weil wir zum Beispiel in der Zersparnungstechnik ganz viel Ausschuss haben und danach dafür sorgen müssen, dass das entsorgt werden muss. Oder in der Chemieindustrie, wir chemische Sachen machen, bin kein Chemiker, aber wir machen da irgendwas Chemisches und dann kommt irgendein Abfallprodukt mit raus, was wir dann entsorgen müssen. In dem Moment, wo man anfängt, das mal im Detail zu betrachten, merkt man, was für uns Abfallprodukte sind, sind vielleicht für andere Prozessschritte oder auch andere Firmen in anderen Industrien auf einmal keine Abfallprodukte mehr, sondern direkt die Rohstoffe, die die schon brauchen. Und statt die zu entsorgen, können wir eine neue Wertschöpfung generieren, indem wir hier wirklich entweder den Prozess umstellen und was ganz anderes machen oder aber auch unsere Abfallstoffe wertbringend irgendwo wieder einfließen lassen können. Dass es wirklich auch so Richtung Circular Economy geht. Ja, und geht viel tiefer. Jetzt, das ist, es ist ja so, ne, in den meisten oder in allermeisten Fällen
startet man ja nicht auf der grünen Wiese, ne? Sondern man findet eben ein komplexes Gebilde, wie du gerade auch schon ausgeführt hast, aus bestehenden Verhältnissen zunächst mal, also sicherlich Supplier-Verhältnissen, Lieferanten, als auch Produzenten, als auch Abnehmer, dann aber auch Strategien, Taktiken, Initiativen, ne, und so weiter bei Unternehmen vor. Man fängt ja nicht von null an. Also dann klingt das für mich nach einem relativ großen Change-Vorhaben, wenn man da wirklich sagt, okay, na, los, und wir steuern jetzt einen Kurswechsel an. Vielleicht nochmal ganz konkret, wie geht man dann da am besten vor? Was sind so, du hast vorhin schon mal angerissen, aber was sind so die Do's und Don'ts, um dann wirklich so einen Change, was ja viel mehr ist, als wir reden einfach nur über eine Technologie-Roadmap mal aufzuzeigen, entsprechend ist? Ich würde sagen, das ist der Punkt, wo Roadmapping wirklich den Mehrwert liefern kann, verglichen mit anderen Ansätzen. Denn wie du gesagt hast, die große Veränderung ist das, was hier wirklich den Einfluss macht. Wenn wir in ein Unternehmen gehen und sagen, wir haben hier ganz bestimmte Emissionsziele und wir wollen jetzt die Emissionen verringern. Schön. Aber was wäre denn, wenn wir unsere Produktpalette oder unsere Fertigung umstellen, sodass wir vielleicht diese Emissionen, die wir im Moment generieren, gar nicht mehr haben? Was ist zum Beispiel, wenn wir von fossilen Kraftstoffen auf Elektro umsteigen? Jetzt industrieunabhängig, einfach nur als Beispiel. Dann würde sich das darauf auswirken, dass wir zum Beispiel gar nicht über ganz bestimmte Filter nachdenken müssen, weil wir die gar nicht mehr bräuchten. Aber das bedeutet, es würde sich vielleicht unser komplettes Produktportfolio verändern. Oder wir bieten keine Produkte mehr an, sondern ganz auf einmal nur noch Dienstleistungen. Und das bedeutet dann, dass die Firma, wie wir sie kennen, die Firma, in der alle glücklich gearbeitet haben, auf einmal vielleicht ganz anders aussieht als noch vor ein paar Jahren. Und da ist es enorm wichtig, dass wir uns das Change Management angucken, damit wir niemandem vor den Kopf stoßen und vor allem unsere Belegschaft dann auch wirklich mit Motivation dahinter steht und sagt, das ist genau die Firma, die wir uns wünschen, wo wir hinwollen. Und wenn man sich die ganzen verschiedenen Change Management Ansätze anguckt, von Kotter, Jick und Welch, da geht es immer am Anfang darum, einmal die Dringlichkeit aufzubauen und darzulegen, wir müssen etwas machen, sonst haben wir ein Problem. Aber dann das an Bord holen der Mitarbeiter, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist enorm wichtig. Und Roadmapping hilft uns einfach dabei, weil, wie gesagt, es nicht mal eine Strategie ist, die von oben erstellt wird und dann diktiert wird, sondern eine Strategie ist, die mit den Expertinnen und Experten mitentwickelt wurde. Und das heißt, vom Change Management haben wir da schon mal einen ganz großen Schinken abgeschnitten von unseren Problemen, weil die Leute sagen, das ist etwas, wo ich dahinter stehe, das habe ich mitentwickelt. Und die Motivation, die sie überzeugen, dass das dann das Richtige ist, die Arbeit ist gemacht. Wir können uns jetzt darauf fokussieren, das umzusetzen. Alles klar. Also vielen Dank für deine Guidance und auch für deine Ratschläge zu diesem Thema. Ich glaube, das hilft enorm, ich sag mal so, Wachstum entsteht natürlich eben nicht innerhalb der Komfortzone. Ne? Insofern, natürlich will man keinen vor den Kopf stoßen, vollkommen klar. Aber man muss schon so ein bisschen ausbrechen, wenn es dann wirklich um Veränderung geht, dann funktioniert eben genau nicht, was man bisher gemacht hat. Und Clemens, man spürt ganz klar deine Leidenschaft zu diesem Thema. Und es ist wirklich klasse, dass wir hier aus deiner Erfahrung, aus deiner langjährigen Erfahrung auch schöpfen können. Wir sind schon am Ende dieser Folge. Sicherlich gibt es noch viele, viele Fragen und die kann man dann gerne auch im Nachgang an dich adressieren. Ich habe aber noch eine ganz konkrete Frage, nämlich wenn du auf deinen bisherigen beruflichen Werdegang zurückblickst, Clemens, was war denn bislang dein größter Innovation Rockstar Moment? Ich vermute, hat bestimmt was mit Roadmapping zu tun. Alles in meinem Leben hat mit Roadmapping zu tun. Ich mache doch nichts anderes. Ich würde sagen, der größte Moment für mich persönlich war vor einem Jahr in meinem Startup, als wir nach vielen Pivots, also Richtungsänderungen, gemerkt haben, dass wir jetzt den Product Market Fit gefunden haben. Und dafür hatten wir natürlich auch verschiedene Roadmaps und verschiedene andere Innovationsmanagement-Ansätze, die uns dabei geholfen haben, das zu erreichen. Und das war das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl hatte, das ist etwas, wo ich persönlich mit beteiligt bin. Und das war ein super Gefühl, denn normalerweise helfe ich halt meinen Kunden dabei, ihre Ziele zu erreichen. Aber diesmal war es etwas in meinem Startup, wo ich gemerkt habe, die Ansätze, die ich jahrelang bei Kunden verwendet habe, die funktionieren sogar in einem kleinen Startup und haben uns dort diesen Mehrwert gebracht, dass jetzt die Leute sagen,
das ist es, das wollen wir von euch haben. Und das war super. Respekt, der klingt sehr beeindruckend. Ein echter Rockstar-Moment, wenn man so möchte. Clemens, und damit sind wir am Ende von dieser Folge angelangt. Vielen Dank noch einmal, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Erfahrungen zu den Themen Roadmapping, Innovation, Technologie im Allgemeinen geteilt hast. Es war spannend, dir zuzuhören und definitiv eine Inspiration. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Klasse. Und an alle Zuhörer bzw. Zuschauer, wenn ihr mehr über das Thema Roadmapping und all die damit verbundenen Themen, Herausforderungen und Chancen erfahren wollt, dann hinterlasst uns einfach einen Kommentar zu dieser Folge oder schickt uns eine E-Mail an info@innovation-rockstars.show oder kontaktiert natürlich Clemens einfach direkt auf irgendeinem sozialen Kanal. Insofern, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und bye-bye. Innovation Rockstars. Das war Innovation Rockstar Dr. Clemens Kaske. Hast auch du eine Frage an Clemens oder möchtest uns Feedback zu dieser Folge geben? Dann schreib uns gerne eine E-Mail an info@innovation-rockstars.show. Noch mehr spannende Beiträge unserer Podcast-Reihe findest du auf unserer neuen Webseite www.innovation-rockstars.show und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.